Willkommen zurück zu Let's Play Rift. Ja, wir stehen hier immer noch in der Arche der Auserwählten. Ich war mal so frei und hab offscreen, jetzt habe ich die Berufe schon ja vergessen, den Bergbau angefangen, beziehungsweise das Schlachten. Da haben wir auch gleich die Quest bekommen, 5 Zinnerz abzubauen und 5 weiches Fell. Ich werde das jetzt auch so handhaben, dass ich nicht mehr alle Questtexte vorlese, sondern nur noch die Zusammenfassung, es sei denn, es handelt sich um eine Geschichtsquest. Und ja, mit dem Bergbauberuf haben wir jetzt eine Fähigkeit bekommen, habe ich schon aktiviert, Erze aufspüren. Und dann sieht man hier anhand dieser silbernen Raute, dass sich da eine Zinnader bzw. ein anderes Metall befindet. Dann wollen wir nochmal gucken, wie das Ganze jetzt hier aussieht. So, da ist es auch schon. So, bling bling, das bauen wir auch gleich mal alles ab. Und mal gucken, was wir da alles rausbekommen. Feldstein und 2 Zinnerze. Ja, ich habe mich entschlossen, dass ich Rüstungsschmied werde. Ich denke, das ist am sinnvollsten für uns. Können wir uns ein bisschen Rüstung bauen und so weiter. Ich werde mit den Berufen so verfahren, dass ich das meiste offscreen mache. Beziehungsweise einmal euch kurz zeige, wie das da so funktioniert. Und ja, ansonsten weitestgehend offscreen, es sei denn, wir questen jetzt hier und da ist eine Erzader oder so, dann bauen wir die noch eben schnell ab. Das ist ja nicht das Ding. So, jetzt müssen wir ein bisschen den ewigen Hof vertreiben. So, ich buff mich mal kurz durch, sonst vergesse ich das gleich wieder. So, zack. Und dann fangen wir mal an. Genau, von diesen brauchen wir einmal Schattenkernreste, 8 Stück. So, jetzt müssen wir ein bisschen hier konzentrieren. Ach, und hier so ein Klappermann greift uns auch noch an. Und zack. Ach nee, Quatsch, das war der Dot. Ich muss erstmal wieder ein bisschen hier reinkommen. Ich habe vorhin die ganze Zeit meinen Main geskillt. So, Moment mal ganz kurz. Genau, von dem brauchen wir das. Beziehungsweise Besiegkultisten des ewigen Hofes brauchen wir auch noch. So, das trifft sich wunderbar. Ja super, jetzt kommen 2 Stück von diesen Hampelmännern. Sollen uns nicht weiter stören, denn die liegen schneller im Dreck als denen lieb ist. Und da soll nochmal einer sagen, Revolos können wir uns aufhalten, beziehungsweise dessen Diener. So, komm her hier. Und ab mit dir auf dem Boden. So, die Dinger brauchen wir auch. Ausgegrabener Obelisk. Legt an den Obelisken edianische Sprengsätze an. 4 Stück brauchen wir davon. Und bei Gelegenheit können wir auch gleich mal den Riss hier machen. So, komm her hier. Ich finde, das ist mal eine spannende Abwechslung, einfach mal hier so einen Riss zu schließen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt die Quest schon gibt. Später müssen wir die Dinger sowieso irgendwann mal schließen, um bestimmte Quests zu erfüllen. Dann können wir das Ganze auch jetzt machen. So, Lorn Todbringer. Na, den bringen wir selber gleich den Tod. So, zack. Achso, die gehören, glaube ich, gar nicht hier zu, oder? Doch, Lorn-Eindringlinge. Und ob die dazu zählen, weiß ich nicht. Scheint so zu sein. Das ist sehr schön. Denn die lassen auch diese Schattenkernreste fallen. Das heißt, wir schlagen 2 Fliegen mit einer Klappe. So, komm her hier. Und zack. Der Lorn-Räuber, der ist auch gleich Geschichte. Ja, ich verplan das so ein bisschen, hier diesen Skill mal zu aktivieren, glaube ich. Los, komm her hier. Und zack. Ich spüre meinen kalten Stahl. Wir lassen hier ordentlich die Keule schwingen. So. Na, schon wieder ein Räuber hier am Start. So. Der liegt auch. Wunderbar. Ah, da ist wieder einer. Die ploppen hier nach und nach alle wieder auf. Das ist sehr schön. Haben immer schön Nachschub. Hier, ach, das ist auch schon der letzte. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich mitten im Spawn stehe. So, was passiert jetzt hier? Besiegt den dunklen Auserwählten und besiegt die verdorbenen und ruchlosen Skelette. Nichts leichter als das. Komm her hier. Zack. Hier gibt's ordentlich einen auf den Schädel, du Klappermann. So, dann haben wir den. Dann holen wir... Oh, der zieht uns gleich ran. Das ist richtig fies hier. Da ist der dunkle Auserwählte. Wahrscheinlich unser Gegenstück. So, der Jute lässt Jutestoff fallen. Haha, was für ein Wortspiel. So unwitzig wie... Ach, keine Ahnung. So.
Ah, das war schon. Phase abgeschlossen. Jetzt sind wir hier. Wie sich den schattengebundenen Todessprecher. Ich werde eure Seele zerreißen. Euer Untergang erwartet euch. Komm her hier. Oh, da ist noch jemand, der hier beim Riss mithilft. Zu zweit kloppt es sich auch noch besser. Wir könnten eigentlich eine öffentliche Gruppe beitreten. Aber, naja, komm. Ich meine, es ist so ein Mini-Riss hier im Startgebiet. Da braucht man noch keine... Zack. Und damit hätten wir auch den Riss geschlossen. Was hat denn der jetzt noch gesagt? Für Regulus, naja. Ach, supi. Dann können wir den gleich hier häuten. Inventar voll. Was ist das denn schon wieder für ein Kappes? Dann schmeißen wir den grausamen Haken weg. Und hier, komm, weg damit. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt wieder einen Sprengsatz hier... Ach, Moment mal, wir haben ja noch die Belohnung. 5 Planariten und ein Seelensilber. Ach, Inventar ist natürlich wieder voll. Hauen wir die Kerzen hier weg und zack, alles geplündert. So, Sprengstoff wird platziert. So, die... Ach, die brauchen wir gar nicht. Ah, ich will mal gucken, ob man die häuten kann, wenn man die besiegt hat. So. Natürlich nicht. Naja, dann brauche ich die auch gar nicht mehr zu erledigen. So, komm her hier, du Fanatiker. Den Jute-Stoff. Wenn jemand Jute-Stoff braucht, beziehungsweise überhaupt die Stoffe hier, einfach mal hier Mail schreiben oder sonst was. Dann kann ich das nämlich rüberschicken. Das brauchen nämlich die Ausstatter für ihre... Ja, es sind halt die Schneider, ne? Für ihre Stoffsachen halt. So, die brauchen wir jetzt nicht. Da ist noch ein Obelisk. Na. Na super. Gut, dass man den ins Target nehmen kann. So, aber das Ding liegt jetzt auch. Ach komm. Mein Inventar ist hoffnungslos überfüllt. So, dem Fanatiker hauen wir auch noch eins drüber. Sollen wir mal gucken. 3 Stück brauchen wir von denen noch. Und das ist auch der letzte Obelisk. Ah, da sehe ich doch schon ein Metall auf meiner Karte. Na komm. Leg dich hin, mein Jutta. So, ah, nein, nein. Ach, verdammt, zu spät. Das kommt davon, wenn man mal grandios daneben klickt. Das wird mir auch noch des Öfteren passieren. So. Dann holen wir uns das Zeug hier auch noch. So, damit haben wir 3 Zinnerze. 2 bräuchten wir noch. Aber erstmal unseren, wie heißt das nochmal, Blitzhammer. Und dann brauchen wir noch einen vom ewigen Hof. Hm. Ach. Hier ist nur so ein Klappermann. Schön Blitzhammer drauf und dann die normalen Schläge. Schön Schaden verteilen hier. Ja, ich weiß, dass ich noch nicht optimal spiele. Aber es wird, denke ich mal, so langsam, wenn wir die ganzen Fähigkeiten noch dazu kriegen. Das meiste haben wir ja eh noch nicht. Dann wird es, denke ich mal, noch heftiger vom Schaden her. So, dann können wir auch die ganzen Quests jetzt hier abgeben. So, einmal hier. Gut, dass ihr da seid. Hervorragend, die Schattenkerne, genau, geben wir ab. Da kriegen wir 990 Erfahrungspunkte für. Und, ich nenne jetzt mal Dale Firmsen möchte, dass ihr den Schattenkern in den ebenen Reaktor der Arche der Auserwählten ladet. Sehr schön, machen wir auch gleich. So, der Fenton gibt uns 990. Genau, das war für die Zerstörung der Obelisken. Oh, da haben wir schon Level Up. Stufe 8. So, das machen wir gleich. Hallo. Feiner, genau. Das ist jetzt hier, die mit dem goldenen Hintergrund sind diese Geschichtsquests. Der Sieg über die Kultisten des ewigen Hofs sollte etwas Zeit verschaffen. Jetzt müssen wir uns um die Kreaturen kümmern, die über die Risse nach Telara gelangt sind. So, jetzt können wir uns hier eine Belohnung aussuchen. Wir nehmen natürlich die Kettendinger. Ist nicht sehr viel besser als unsere jetzigen, deswegen ziehen wir die jetzt auch nicht an. Ja, dieser Apropel-Streitkolben, den schmeißen wir mal weg. Nehmen die Kettenbeinlinge. Zack.
Und da kriegen wir auch gleich die nächste Quest. Ferner möchte, dass ihr die Bomani besiegt, die durch das Portal von der Ebene des Todes hereingeströmt kommen. Genau, Schattenklauen 6 und Dunkelspeere 4. Und da kriegen wir unnützes Zeug, was wir nicht gebrauchen können. Tja. Oh, und da ist das Erz wieder respawnt. Ja, das respawnt nach einer bestimmten Zeit wieder. Ist ja eigentlich auch logisch, weil sonst ist das Gebiet irgendwann mal komplett abgebaut. Oh super, dann haben wir auch gleich die Quest noch fertig. Wir sollten allerdings erstmal einen Händler aufsuchen, denn so langsam nervt das mit dem. Ich führe Qualität. Ja, wollen wir nochmal sehen. So, können wir nicht gebrauchen. Ist schlechter. Und das ganze Zeug werden wir mal verkaufen. Ich werde das auch mal offscreen alles machen. Der war schlechter, weil das braucht einfach nur Zeit. Da können wir so viele andere Sachen hier noch machen. So, den ganzen Rotz hier mal verkaufen. So, das war das. Der ist schlechter. Das. Die brauche ich eh nicht. Also ich benutze die eigentlich eh nicht. Für das ist... Achso. Das heißt... Ja, dann könnten wir uns eigentlich mal hier so einen Achterbeutel noch gönnen. Für das bisschen Gold, was wir jetzt her hatten. Ziehen den mal an. Und haben jetzt hier 8 Inventarplätze mehr. Ich denke, das ist ganz okay. Gut, euch zu sehen. Genau, Fenton möchte, dass ihr die Ebenenunterdrücke an den Nord- und Süd, Südportalen anbringt, durch die die Bomani in die Freimark eindringen. Das waren diese, Gute Reise. Die gibt es in der ägyptischen Mythologie, also so ähnlich. Diese Hyänenmenschen. So genau. Kriegen wir jetzt hier auch noch Erfahrung. Der Glaube gibt. Wunderbar. So, das war das mit den Erzen. Dann, guck mal, wo wir den Punkt hier investieren. Was haben wir hier gemacht? Genau. Chance auf kritische Treffer erhöhen wir jetzt nochmal auf insgesamt 3%. Und schalten die Fähigkeit gewaltiger Schlag, Ablenkzeit 15 Sekunden, erfordert Nahkampfwaffe, verursacht Waffenschaden sowie 42 bis 45 Schaden. Sehr schön. Schaden ist immer gut. So, das Ding irgendwie... Nee. Okay. So, jetzt müssen wir hier noch... wo war das? Benutzt den Ebenenreaktor und stellt euch in den Ebenenstrahl. Das werden wir jetzt sofort hier machen. So, Kapsel wird platziert. Wunderbar. Und dann müssen wir uns hier reinstellen. Und dann ist das schon fertig, alles hier. So, kehrt zu Dale Firmsen in die Arche zurück. Das machen wir doch jetzt mal. Ist ja nicht weit. So, da vorne ist er, sie es. Große Sonne, hoch. Okay, ist ein R. Ich fühle mich schon besser, bla bla. So, wir haben jetzt die Wahl. Achso, ihr könnt übrigens auf Pause schalten, wenn ihr euch die Texte hier durchlesen wollt. Weil ich will euch nicht mit meinem schrecklichen Vorgelese hier vergraulen. Ich bin immer so unkonzentriert beim Lesen, das gibt's gar nicht. So, wir haben jetzt die Wahl. Wir nehmen natürlich den Kettengürtel. Der ist sogar besser als unser Alter. So, zack. Und den Ebenenköder. Damit können wir Risse öffnen. So, schließt einen Riss. Na, super. Danke für eure Hilfe. Hätten wir vorhin eigentlich machen können. Aber ich glaube... Na, da ist es schon wieder. Ich glaube, die kommen mir in so einer Endlosschleife. Kommen die immer wieder. Oh, da vorne ist wieder Erz. Sehr gut. So, alle ab. Meins. Alles meins. So, das dauert einen kleinen Moment. Sehr schön. Aber hier stand, dass man die öffnen kann. Wollen wir mal gucken. Ein Sonnenstein. Noch ein... Und noch ein. Wofür man die braucht, das ist ein Handwerksmaterial. Ich weiß es gerade aktuell nicht. Wer es weiß, darf es gerne in die Kommentare schreiben. So. Achso, noch so ein kleines Goodie vom Headstart. Das habe ich nämlich jetzt aus dem Postfach ausgepackt. Das ist die verschleierte Rune. Gibt +3 Ausdauer und Todeswiderstand. Kann man allerdings nur auf Waffen verzaubern. Also auf Waffenzauber meine ich. Das mache ich auch gleich mal auf meinen Hammer. Huch. Jetzt überhaupt verzaubert? Achso, den gewaltigen Schlag will ich jetzt mal... Oh, der holt ganz schön aus hier. Und muss ich mal eben gucken. Ja, normalerweise leuchtet die Waffe. Vielleicht werden wir sie einstecken und rausholen? Nö. Soll uns auch egal sein.
Komm hier, gewaltigen Schlag. Zack. Schade, dass das Vieh nicht nach hinten fliegt dabei. So, den haben wir denn hier? Die Kanika. Das sind übrigens die Portale, die wir verschließen müssen. Zack. Ach ne, ist noch gar nicht fertig. So. Zack. Dann können wir den Schicksalsschlag noch ausführen. Also entweder ist sie scharf auf das Erz oder will das Portal versiegeln. Okay, sie will das Portal versiegeln. Das heißt, wir kümmern uns in der Zwischenzeit um das Erz. Zack. Das ist ein Dunkelspeer. Können wir das jetzt hier auch noch? Der Gerät wird platziert. Sehr schön, da haben wir das hier abgeschlossen. Was ist hier noch? Genau, Schattenklauen besiegen. Die gammeln hier überall rum. Komm her jetzt. Wir können aber auch direkt zum Subportal durchgehen, weil da stehen die ganzen auch nochmal. So. Nochmal schön den gewaltigen Schlag hier. Jawohl. Ach nee, der hat den pariert. Verdammt. So, der ganze Schaden verpufft einfach. So, was haben wir unten? Ach so, das sind die. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir eigentlich auch nicht. Aber sie stehen uns mitten im Weg. Und da unten war hier so eine kaulquappenähnliche Kreatur. Na komm her hier. Zack, schön den Blitzhammer drauf. Das schön, der Dot nochmal gezündet wird. Das heißt, das sind zwei Dots auf dem drauf. Das ist sehr gut. So, zack. Blitzhammer ist jetzt wieder ab. Und zack. Sauber. Hat den schön aus den Latschen gehauen. Oh, hier haben wir noch so ein kleines Lager. Ich meine, hier gibt es später noch Quests. Ich weiß... Oh, da ist ein Artefakt. So, das sammeln wir natürlich gleich ein. So, was ist denn da Schönes? Der Tag, an dem die Risse kamen. Band 3. Sehr schön. Das können wir jetzt hier in unsere Sammlung einsetzen. Und wenn wir diese Sammlung komplett haben, kriegen wir diese Belohnungen. Einmal ein Buch und eine Glücksmünze. So, die Glücksmünzen, das sind wieder eine Währung. Dafür können wir uns bestimmte Sachen beim Glücksmünzenhändler, wer hätte das gedacht, holen. Und das sind einfach, da kann man sich Kostüme kaufen oder einfach ein Reittier oder Pets. Aber dazu kommen wir noch später. Auf jeden Fall ist das ziemlich knifflig, alle überhaupt erstmal ein Set zusammenzukriegen. Also ich finde den Dot zum Pullen echt genial. So. Ich glaube, ich werde die Risse ein bisschen offscreen machen, weil die doch ein bisschen zeitintensiv sind. Weil ich habe letztes Mal schon gemerkt, bei diesen ganzen Questtext vorlesen und so, das zerrt unheimlich an der Zeit. So. Oder ich werde einfach jetzt mal eine längere Folge machen. Was kommt her hier? Die Schattenklauen. Brauchen wir die überhaupt noch? Ne, die haben wir schon fertig. So, zack, der Schicksalsschlag, der haut alles wieder raus hier. Und den Blitzhammer drauf. Yeah. Da steht der nicht lange. So, wir müssen wieder der Gerät platzieren. Wird auch gerade. So, damit haben wir die Quest auch fertig. Aber ich sehe gerade, da ist eine Erzader. So, das werden wir mal alles hier machen. So, zack, dann kloppen wir das hier unten noch ab. Tja, wie man sieht, unendlich kann man nicht tauchen. Wir haben so eine Atemleiste. Und eine Erz... Ah, da vorne ist die. Das heißt, wir holen den hier ran. Oh, das hat eine ganz schön hohe Reichweite hier. Zack, den gewaltigen Schlag und den Blitzhammer. Und Knockout. Sehr schön. Gefällt mir ganz gut. Ich hätte nicht gedacht, dass der Kleriker so ordentlich zuhaut am Anfang. Vor allem, weil man den ja auch noch auf Tank umskillen kann, wenn man lustig ist. So. Ich denke, als Tank werden wir auch nochmal spielen. Dann werden wir mal eine Instanz machen. Als Tank sollte man unwahrscheinlich schnell in eine Gruppe reinkommen. Beziehungsweise als Heiler müsste es eigentlich auch gehen. Aber ich tanke lieber, anstatt zu heilen. So, wir haben jetzt eigentlich alle Quests abgeschlossen. Bis auf den Riss. Den werde ich, denke ich, offscreen machen. Denn das Prozedere, was da so passiert, das habt ihr ja vorhin schon gesehen. Also das ist genau derselbe Riss. Nur halt auf der Seite
der anderen Seite jetzt. So, haben wir hier oben vielleicht noch ein Artefakt. Also für Artefakte muss man echt... Ja, was das jetzt für ein Rufer, weiß ich auch nicht. Jetzt bin ich ganz raus. Ist auch egal. Auf jeden Fall nehmen wir dieses Erz hier noch mit. Sehr schön. Achso, die Artefakte liegen, je nach Schwierigkeitsgrad, liegen die an den entferntesten Plätzen. Man muss auch mal einen Berg erklimmen oder so, um da ranzukommen. So, da hinten ist das Ding auch wieder. Das könnte man eigentlich in so eine Endlosschleife abbauen. So. Heppla. Und zack, stecken wir alles ein hier. Und geben die Quests ab. So, einmal bei Ferner. Ah, gut euch zu sehen. Genau, da nehmen wir den Stab. Das können wir alles hier nicht gebrauchen. So, Ferner, in der Arche der Auserwählten möchte, dass ihr Buamani-Verteidiger und Mystiker in der Wachtkap, in Wachtkap im Südosten besiegt. Das werden wir machen. Alles da kriegen wir gleich schon von dem Bewahrer Sentoran. Hallo. Die nächste Quest, Bewahrer Sentoran in der Arche der Auserwählten, hat euch gebeten, nach Osten zu reisen und die Barrikaden der Bomani bei Wachtkap zu zerstören. So, da müssen wir eh hin, passt wunderbar. So, dann geben wir die Quest noch ab. Gut euch zu sehen. So, dank der Ebenenunterdrücke, genau, da haben wir die Portale geschlossen. Jetzt haben wir die Wahl. Das sind Einhandstreitkolben, auch... Hier ist kein Zweihandstreitkolben. Das ist ein bisschen fies, oder? Na komm her. Nehmen wir das Ding. Oh, eine Geschichtsquest. Eine bessere Methodik. Die Stärksten der Bomani werden weggenannt. Und es besteht kein Zweifel daran, dass einer von ihnen hier in der Freimark der Anführer ist. Nehmt der Gerät. Es sollte die Reaktion selbst der schnellsten Bomani-Krieger verlangsamen. Sehr schön, dann können wir uns hier super duper Beinchen hier aussuchen. Gute Reise. Jo. Gute Reise. So. So, was können wir jetzt noch machen? Die Zeit ist nämlich langsam rum. Ach komm, 5 Minuten machen wir noch. Obwohl ich gerade nicht weiß, mit was. Da können wir, glaube ich, nichts machen. Wir könnten unseren Krempel nochmal verkaufen. So, den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Oh, den haben wir gar nicht angezogen. Der ist ja besser als unser. So. Ein Vergnügen. Dann ziehen wir den jetzt hier mal an. Sehr schön. Und schauen wir mal kurz. Wir müssen hier in den Südosten, beziehungsweise Osten. Da spielt sich alles ab. Und ich finde... Wir klopfen das Erz da vorne nochmal ab. Und dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Denn die Quests da vorne, ich denke mal, die werden auch wieder 5 bis 10 Minuten dauern. So, zack, nehmen wir das Erz noch mit. Stellen uns hier hin. Und ja, ich hoffe, ihr hattet wieder ein wenig Spaß. Vorschläge, Kritik einfach in die Kommentare reinschreiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.